Das Setkampftraining ist die letzte große Trainingsart, die wir hier in diesem Online-Kurs besprechen wollen. Ihr seht, an der Definition unter der Trainingsart Wettkampftraining versteht man die Anwendung zuvor erlernter, bereits gefestigter und in einem Mindestmaß situativ anpassbar ausgebildeter Techniken unter den stresserzeugenden Bedingungen des Wettkampfs. Und ich weise insbesondere hier auf den Schluss dieser Definition hin, die stresserzeugenden Bedingungen des Wettkampfs. Und das darf man nicht unterscheiden. Wir alle kennen so diesen Begriff des Trainingsweltmeisters, jemand, dem im Training alles gelingt, der alles machen kann, der jeden Ball spielen kann und zack, plötzlich geht's in den Wettkampf, da versagen die Nerven. Und das hat mit Stress zu tun. Ein Stress, der ausgelöst wird durch viele verschiedene Dinge. Durch den Schiedsrichter kann Stress ausgelöst werden, durch die Punktetafel, die Punkte, die immer umgeklappt werden und dementsprechend dafür sorgen, dass man ständig dahin guckt, immer Angst hat, der Gegner bekommt den nächsten Punkt. Oder auch durch Zuschauer, vielleicht durch eigene Familienangehörige, die plötzlich da sind, obwohl sie sonst im Training ja eigentlich nie da sind und zugucken. Das alles sind stressauslösende Faktoren und damit muss ein Spieler erst einmal lernen, klarzukommen. Und das ist genau die Zielsetzung, die wir hier haben im Wettkampftraining. Wir wollen den Spieler auf Dinge vorbereiten, die im Wettkampf passieren. Das kann man zum Teil mit Übungen machen, zum anderen Teil wird man aber richtige Wettkampfsituationen benötigen. Das heißt also Freundschaftsspiele beispielsweise, Turniere, an denen man teilnimmt. Das sind alles typische Dinge, die zum Wettkampftraining noch dazugehören. Elementare Verhaltensregeln, ja, im Umgang auf dem Volleyballfeld, also auch im Umgang mit Schiedsrichtern, mit Mitspielern, mit Gegnern, mit Zuschauern und so weiter. Das sind alles Dinge, die zum Wettkampftraining gehören. Konfrontation mit Stress durch gezielte Erhöhung des Zeitdrucks und der körperlichen Beanspruchung durch entsprechende Verschärfung der Belastungsstruktur. Hier geht es also wirklich mal darum, dass man auch den Puls eines Spielers mal ein wenig nach oben treibt und nicht immer nur so Larifari trainiert, sondern hier muss auch mal wirklich Anstrengung da sein. Und plötzlich ist das ein ganz anderes Verhalten, ganz anderes Gefühl auch für den Spieler auf dem jeweiligen Feld, im jeweiligen Ballwechsel. Vermittlung und Kontrolle psychoregulativer Techniken zur allgemeinen Entspannung bzw. zur speziellen Regulation der psychischen Beanspruchung im Wettkampf. Da geht es natürlich auch darum, dass wir nur wenig Zeit haben zwischen Ballwechseln, nur wenige Sekunden, ab und zu mal eine Auszeit oder eine Satzpause. Aber ein Spieler muss eben lernen, in diesen wenigen Sekunden auch psychologisch wieder auf ein Niveau zu kommen, wo er technisch auf höchstem Niveau demnächst wieder spielen kann, im nächsten Ballwechsel nämlich. Und das sind auch Dinge, die muss ein Spieler einfach mal lernen, das muss man erlebt haben und nicht umsonst gibt es ja die erfahrenen Spieler, die hier vorangehen können und das einfach zeigen können und der Jugend da in diesem Sinne etwas vormachen können. Also Wettkampftraining berücksichtigt all diese Dinge und in den nächsten Lektionen lernen wir noch ein paar mehr Details.